Es tut mir leid, aber meine Lieder sing ich dann doch lieber frei. Doch wenn die Leute sagen, damit komm ich nicht so weit, immerhin hab ich wissenschaftlich gesehen mehr Zeit. Es ist soweit, es gibt ne Menge Kiffer und die wissen schon Bescheid, dass THC als Medizin sich vom Verbot befreit und Cannabis Sativa selbst bei uns noch gut gedeiht. Gib mir Dope, oh Ganja, gib mir Dope. Sweet Cannabis, Sweet Cannabis und braucht dann noch mehr von dem Sweet Cannabis, Sweet Cannabis, Sweet Cannabis. Ich singe gerne über Sweet Cannabis, Sweet Cannabis, Sweet Cannabis, damit ihr wisst, was ich lieb. Legalisiert doch das Weed, entkriminalisiert das Weed. Ja, raucht doch einfach nur das Weed und ich rauche mein Weed. Legalisiert doch das Weed, entkriminalisiert das Weed. Ja, rauch doch einfach nur das Weed. Legalisiert doch das Weed. Wenn ihr mal ehrlich seid, könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass Alkohol befreit und Gras ein Einstiegsdroge ist, denn es gibt den Beweis, dass nicht jeder, der einmal kifft, zugleich ins Gras beißt. Also erzählt keinen Scheiß, im Gegenteil, es ist noch nie jemand an THC gestorben, weil Tetrahydrocannabinol für die Allgemeinheit ein Genussmittel darstellt, also geht Weed frei. Gib mir Dope und Ganja, gib mir Dope. Gib mir Dope und Ganja, gib mir Dope. Sweet Cannabis, Sweet Cannabis, Sweet Cannabis und braucht dann noch mehr von dem Sweet Cannabis, Sweet Cannabis, Sweet Cannabis. Ich singe gerne über Sweet Cannabis, Sweet Cannabis, Sweet Cannabis, damit ihr wisst, was ich lieb. Legalisiert doch das Weed, entkriminalisiert das Weed. Ja, rauch doch einfach nur das Weed. Und der Niggi raucht das Weed. Und der Ticker raucht das Weed. In Deutschland rauchen wir das Weed. Entkriminalisiert doch das Weed. Und der Niggi raucht das Weed. Sweet Cannabis, Sweet Cannabis, Sweet Cannabis und braucht dann noch mehr von dem Sweet Cannabis, Sweet Cannabis, Sweet Cannabis. Ich singe gerne über Sweet Cannabis, Sweet Cannabis, Sweet Cannabis, damit ihr wisst, was ich lieb. Mein Weed. Wissenschaftlich gesehen mehr Zeit. Es ist soweit, es gibt ne Menge Kiffer und die wissen schon Bescheid, dass THC als Medizin sich vom Verbot befreit und Cannabis Sativa selbst bei uns noch gut gedeiht. Ja, gib mir Dope und Ganja, gib mir Dope.